Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch. Wie ihr sehen könnt, bin ich in einer anderen Umgebung als sonst. Das liegt daran, weil dieses Video sich heute um die Sheila dreht. Und um genauer zu sein, ums Blutspenden beim Hund. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben ein Video oder einen Vlog gemacht, wo wir Blutspenden waren, also wir Menschen, Koya und ich. Ja, mir ging es danach nicht so gut, aber ja, es ist einfach Menschenleben retten. Und Hunde oder Katzen können das auch machen, also Hunde und Katzen. Und ich glaube, weiß nicht, ob es Hamster oder weiß ich nicht, Häschen oder sowas auch machen können. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall weiß ich, dass es bei Hunden und Katzen geht, dass die auch Blut spenden können. Und viele wissen das nicht. Ich wusste das halt vorher auch nicht, woher auch. Und ich wollte euch einfach nur noch darauf aufmerksam machen, dass falls ihr einen Hund habt oder eine Katze habt, dass die auf jeden Fall auch Blut spenden können. Blutkonserven bei Tieren oder also bei Menschen halten die ja auch nicht ewig. Aber auch bei Tieren ist es halt auch so, dass die halt nicht ewig halten. Ich weiß nicht, ob die, die Lagerungszeit irgendwie unterschiedlich ist oder so, aber so ein, zwei Wochen oder so kann man das wohl lagern in diesem Blutbeutel, aber nicht länger. Und deswegen ist es halt so, dass wenn zum Beispiel ein Hund einen Unfall hatte oder ja einfach Blut benötigt, weil er eine Krankheit hat oder so, brauchen die in der Tierklinik, jedenfalls ist es bei uns so, halt meistens akut Hilfe. Das heißt, die rufen uns an, wir sind auf einer Spendeliste, also eine Liste, wo dann halt alle Tiere, die halt spenden, eingetragen sind. Dann rufen die halt nacheinander die Leute an und fragen halt, ob ja, der Hund denn bitte zum Spenden kommen könnte, ob das denn möglich ist. Bei uns war es so, dass Sheila gestern Blut gespendet hat. Ich wurde auch wieder sehr spontan angerufen, dann ist es auch meistens so, können sie halt so schnell wie möglich kommen. Und es war auch vormittags, das bedeutet, die meisten sind halt irgendwie arbeiten oder haben sonst keine Zeit und können halt nicht kommen. Deswegen ist es da auch nochmal so, dass es halt irgendwie noch dringender benötigt wurde, weil ansonsten haben die, keine Ahnung, 50 Leute, die spenden. Und so haben jetzt schon 20 abgesagt, weil sie arbeiten sind. Ne? Die können ja nicht von der Arbeit weg meistens. Und deswegen sind wir gestern mal wieder zum Blutspenden gefahren. Und darauf wollte ich einfach berichten, wie das denn so abgelaufen ist. Also wir sind hingekommen zum Blutspenden und ganz normal, das ist eine Tierklinik, also das ist kein normaler Tierarzt, sondern wirklich eine Tierklinik. Die hat auch 24 Stunden am Tag auf und ist halt wirklich wie so ein kleines Krankenhaus für Haustiere. Und dann kamen wir halt hin, mussten, weiß ich nicht, 2 Minuten warten. Dann wurden wir abgeholt, dann sind wir in so einem Behandlungsraum, die haben halt wirklich mehrere Behandlungsräume da. Wurden wir da hingebracht, dann wurde Sheila einmal untersucht und die haben halt geguckt, ob es ihr eigentlich gut geht, ob sie in einer guten Verfassung ist oder nicht. Dann wurde bei ihr Fieber gemessen, haben sie geguckt, ob sie Fieber hat. Dann haben sie sie gewogen, um einfach zu wissen, ja, wie viel wiegt denn der Hund? Das ist nämlich auch noch eine wichtige Sache, das erzähle ich euch gleich. Genau, und dann wurde halt Blut abgenommen. Erstmal hier hinten am Fuß wurde das abgenommen, also am Bein quasi. Da wurde einfach nur so ein bisschen Blut abgenommen, weil die machen erstmal eine Blutprobe. Also die machen quasi eine allgemeine Untersuchung, ob es dem Hund gut geht. Dann machen die einen Bluttest und gucken halt, wie viele rote Blutkörperchen hat der, keine Ahnung, irgendwelche Entzündungswerte, der Hund, oder ist er sonst irgendwie krank. Die machen halt diesen Bluttest, der wird auch sofort ausgewertet. Bei uns in der Tierklinik ist es halt so, dass sie da ein eigenes Labor haben. Beim Tierarzt geht das zum Beispiel schon mal nicht, weil die können das ja nicht so schnell auswerten. Die schicken ja meistens die Blutproben irgendwo hin. Deswegen geht das wahrscheinlich nur bei einer Tierklinik. Ja, dann haben wir so 5 Minuten ungefähr gewartet. Und dann kam die Tierärztin noch wieder rein und meinte, ja, ist alles in Ordnung bei Sheila. Es gibt bei Hunden keine richtigen Blutgruppen, so wie ich es verstanden habe, sondern die machen so eine Kreuzprobe. Also machen einen Tropfen von dem Blut von einem Spenderhund und einen Tropfen von dem Blut von dem Hund, der das Blut bekommt, und machen eine Kreuzprobe, wenn dann alles in Ordnung ist. Also bei uns war es noch nie so, dass sie gesagt haben, Sheilas Blut passt nicht zu dem anderen Hund. Und wir waren jetzt, glaube ich, schon, keine Ahnung, 6, 7, 8 Mal Blutspenden. Also wir waren schon öfter da. Hat jedenfalls immer gepasst. Und meistens ist es auch so, dass ich damit drinnen bleibe und Sheila halt quasi mit festhalte, weil Sheila halt sehr auf mich fixiert ist und ja, das für Sheila einfach besser ist. Aber diesmal hatte ich auch Ben dabei, weil es halt so spontan war, und da habe ich einfach Sheila quasi abgegeben und die haben sich um alles gekümmert. Also man muss nicht damit bei sein, nur ja, ich kenne die halt und deswegen durfte ich halt auch mal mit dabei sein. So, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber hier, diese Sache hier, da wurde Sheila quasi rasiert. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich gucke mal, ob ich das auch so hinstellen kann. So, da wurde Sheila rasiert. Also Sheila wurde jedenfalls rasiert, habt ihr ja gerade gesehen. An der Halsschlagader wird halt so ein kleines Stückchen wegrasiert. Und dann kommt halt die Nadel da rein. Das ist halt eine dicke Nadel, so wie beim
Blut spenden bei Menschen auch, aber ja, also Sheila hat jetzt nicht wirklich was gemerkt. Also sie hat sich jetzt nicht extrem angestellt oder so beim letzten Mal. Also diesmal war ich ja nicht dabei, aber sonst war es eigentlich immer gut. Und dann fließt das Blut quasi in einen Beutel rein. Die müssen vorher wissen, wie viel Blut sie ungefähr abnehmen. Weil in diesem Beutel ist halt eine andere Flüssigkeit, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist halt, damit das Blut nicht gerinnt. Und da kommen halt, da muss man halt wissen, wie viel Blut wird man abnehmen, damit man diese andere Flüssigkeit da reinmachen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und es sind ungefähr 10 bis 15 Milliliter pro Kilogramm. Man kann im Notfall oder so sogar etwas mehr nehmen, aber am besten ist es 10 bis 15 Milliliter pro Kilogramm. Also bei Sheila sind es immer so um die 300 Milliliter. Also zwischen 250 und 300 Milliliter nehmen die halt meistens ab. Natürlich, wenn die nur so einen kleinen Chihuahua haben, der für eine Bluttransfusion braucht, dann brauchen die natürlich weniger Blut. Wenn die natürlich einen ausgewachsenen Rottweiler haben, brauchen die mehr Blut. Aber bisher hat das eigentlich immer gereicht, das, was die Sheila abgenommen haben. Und da wird quasi in diesem Beutel, wird dann halt, vorher wird abgemacht, okay, wir nehmen 300 Gramm Blut ab. Oder 300 Milliliter in dem Fall Blut ab. Und dann kommt diese andere Flüssigkeit damit rein. Und beim Blutabnehmen ist halt quasi einmal die Tierärztin da, die quasi diese Nadel reinmacht und hält. Dann ist eine Tierarzthelferin da, die den Hund festhält. Oder man macht das halt selber, aber normalerweise ist es halt so, dass einer den Hund festhält. Und eine dritte ist immer da, die den Beutel schwenkt. Also der Beutel muss immer geschwenkt werden, damit das Blut halt nicht gerinnt und halt mit dieser Flüssigkeit ja, sich verbindet. Und dann ist halt auch noch eine Waage, dann stellen sie es immer auf eine Waage, damit die halt wissen, wie viel Blut wurde jetzt abgenommen, dass man halt nicht auf einmal 3 Liter Blut abgenommen hat. Ihr wisst, was ich meine. Beim Blutspenden beim Menschen ist es so, dass die, das, also jedenfalls war es bei uns so, dass das Deutsche Rote Kreuz halt so eine Maschine hat, wo dann das geschwenkt wird. Natürlich, wenn die da eigentlich Massenabfertigung machen, können die nicht jedes Mal jemanden da hinstellen. Aber beim Tierarzt wird es halt so geschwenkt. Genau. Und dann wartet man so, also das dauert im Normalfall so 15 Minuten, würde ich mal sagen. Bei Sheila geht es immer ein bisschen schneller, weil sie einfach einen sehr hohen Blutdruck hat. Auch wenn man es jetzt nicht sieht, aber Sheila ist ein sehr hibbeliger Hund. Eigentlich auch nicht geeignet dafür. Dazu sage ich gleich was. Aber ja, bei Sheila dauert es also auch also höchstens 15 Minuten, weil sie halt einen hohen Blutdruck hat und dadurch das Blut halt einfach schneller läuft. Ja, wenn das fertig ist, dann kriegt sie natürlich ein Leckerli und dann kommt, oder gab es bei Sheila hier so einen Druckverband, den sie bekommen hat. Einfach nur, weil es halt an der Halsschlagader ist und auch wenn es hier beim Menschen ist, dann wird man halt, druckt man halt drauf, damit die Blutung halt stillt. Und hat sie hier diesen, so einen Verband bekommen, einmal um den Hals rum, so ein bisschen Druckverband. Der wurde aber nach 10 Minuten halt abgemacht. Wir waren dann noch 10 Minuten im Wartebereich, haben ein bisschen gewartet, haben geguckt, ob Sheila gut geht, aber es ging ihr super, wie immer. Und zur Belohnung haben wir dann einen Futtersack bekommen. Entschuldigung, Sheila hat sich erschreckt, ne? Haben wir einen Futtersack bekommen. Der ist von der Firma Pilz. Also das, ich glaube, dieser Futtersack kostet sonst um die 70 Euro oder sowas. Einfach als Dankeschön, ja, dass wir dahin gefahren sind. Beim Blutspenden beim Menschen ist es natürlich immer so, da kriegt man immer kostenlos was zu essen und so. Und hier ist es halt so, Sheila hat sich einen ganzen Hundefuttersack verdient. Und wir machen ungefähr, also wir spenden ungefähr alle halbe Jahre. Letztes Mal war es so, dass wir vor genau einem Jahr gespendet haben. Da weiß ich noch, da war ich schwanger. Aber im Normalfall spenden wir ungefähr alle halbe Jahre. Natürlich je nachdem, wie das Blut gebraucht wird. Wenn natürlich jetzt 2 Jahre kein Blut gebraucht wird, dann spenden wir halt auch 2 Jahre nicht, weil das halt immer so ist, wie ich ja schon gesagt habe, dass es ist, in akuten Fällen wird halt gespendet, wenn es wirklich um Leben und Tod geht und wenn der jetzt das braucht, dann sind wir halt zur Stelle und spenden das Blut. Ja, jetzt möchte ich euch noch erstmal erzählen, was es für Voraussetzungen gibt. Vielleicht wollt ihr ja auch, dass euer Hund ein Blutspendehund wird, weil man einfach was Gutes tut und man muss sich einfach mal so in die Situation reinversetzen, was würdet ihr machen, wenn euer Hund zum Beispiel vom Auto oder angefahren worden ist und ihr dringend eine Bluttransfusion für euren Hund braucht und da ist halt keiner, der das machen würde, ne? Muss man halt auch immer von beiden Seiten sehen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Ich bin damals durch eine Freundin dahin gekommen, weil sie in dieser Tierklinik gearbeitet hat und ihre Hündin das auch immer gemacht hat, aber ihre Hündin, glaube ich, gerade erst gespendet hatte und die brauchten dringend jemanden. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht kommen kann. Und ich dachte erst so, oh, okay, ist Sheila nicht viel zu hibbelig, weil eigentlich sind die Voraussetzungen, ja, man braucht einen ruhigen und gelassenen Hund am besten, damit die nicht so hibbelig sind, ne? Wenn die Nadel halt da drin ist. Also ruhig und gelassen, dann sollte der Hund mindestens 20 Kilo wiegen. Also ein Chihuahua oder ein Dackel oder sowas ist jetzt halt nicht geeignet, weil man einfach nicht genug Menge bekommt. Natürlich, wenn man jetzt
der Spender ist ein Chihuahua und der Empfänger ist auch ein Chihuahua, dann geht es halt schon, ne? Im allergrößten Notfall. Aber im Normalfall sollte der Hund mindestens 20 Kilo wiegen, sollte 2 bis 8 Jahre alt sein, also Sheila ist ja schon 9, aber die haben sie halt untersucht, das ist einfach nur, ja, irgendwie müssen sie ja so Maße geben. Und wenn der Hund halt gesund ist, dann geht es halt auch im größten Notfall, ehe jetzt der andere Hund stirbt, auch so. Und Sheilas Blutwerte sind halt noch super okay. Und ja, das sind einfach so die Voraussetzungen. Und bei einer Katze ist es, glaube ich, die Katze muss mindestens 5 Kilo wiegen und sollte auch 2 bis 8 Jahre alt sein und halt auch ruhig sein. Ne? Bei meiner Katze ist ja nochmal was anderes wegen den Krallen und die mögen das sowieso nicht so festgehalten zu werden. Aber ja, das sind so die Voraussetzungen. Und ihr könnt einfach mal bei euch in der Stadt mal fragen, ob es da vielleicht auch eine Tierklinik gibt oder sowas und euch einfach mal vorstellen und sagen, hier, wir stellen uns zur Verfügung als Spender, weil... ja, es ist einfach immer gut, wenn man einfach eine lange Liste hat, weil es kann immer mal was sein. Es hätte auch sein können, dass ich keine Zeit habe und ich weiß ja nicht, wie viele Leute dann noch auf der Liste stehen. Irgendwer ist im Urlaub und sonst was. Und es ist einfach gut, wenn man viele Leute zur Verfügung hat, die man dann anrufen kann, damit der Hund dann halt, oder die Katze in dem Fall, ja, dann halt nicht sterben. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die ein bisschen Bedenken haben und denken so, oh Gott, das tut meinem Hund weh oder sowas. Also Sheila hat keinerlei... größere Schmerzen gehabt, also sie hat sie jedenfalls nicht gezeigt. War alles in Ordnung, sie hatte keinerlei Nebenwirkungen diesmal. Sie hatte auch sonst, also wir haben es ja jetzt bestimmt schon, also wie ich schon gesagt, bestimmt 8-mal, 7-mal gemacht. Ein einziges Mal hatten wir eine Nebenwirkung und zwar an der Stelle, wo Sheila rasiert wurde, hatte sie eine Art Hotspot, nennt man das. Da hat Sheila sich irgendwie immer, nee, geleckt kann sie sich ja nicht haben, also ich glaube gekratzt mit dem Pfötchen. Und das ist dann halt ein bisschen wund geworden. Ja, das kann passieren. Das ist halt so. Das ist halt eine Nebenwirkung, die passieren kann. Wir haben dann einfach so ein Desinfektionsspray. Octanisept heißt das. Das kann man, ist eigentlich für Menschen. Das kann man aber auch für Hunde nehmen. Und das ist ein Desinfektionsspray, das an offenen Wunden oder so nicht brennt oder sowas. Und das habe ich einfach eingesprüht damit 2 Tage und dann war es weg. Und dann kam das neue Fell. Also ansonsten gibt es da eigentlich keinerlei Nebenwirkungen. Und es ist eher gesund, für einen Hund Blut zu spenden. Denn wie beim Menschen ist es halt so, dass wenn das alte Blut raus ist, dann wird der Körper angeregt, neues Blut zu produzieren und man hat quasi ganz neues, frisches Blut und es ist halt sehr gesund für den Hund. Ne? Also es ist eher positiv als negativ. Klar kann mal sowas passieren, aber ich meine, bei uns ist jetzt bei 7-8 Mal einmal was passiert und es war wirklich nichts Schlimmes. Also es jetzt, hat sich nicht entzündet oder so, sondern es ist einfach, wenn das zum Beispiel anders ist und der Hund leckt sich dann halt ein bisschen wund oder kratzt sich halt. Und wir haben Sheila dann auch so einen Schal gemacht, damit sie da nicht immer rumkratzt und ist halt eingesprüht mit diesem 2 Euro Octanisept und ja, dann war alles okay. Und wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat oder sowas mal passiert, dann kann man natürlich auch zum Arzt gehen, zu dem gleichen Tierarzt an sich, wo man das gemacht hat und der behandelt einen auch kostenlos, also weil das ja quasi in Folge der Bluttransfusion kam. Und es ist auch kostenlos, wenn man da irgendwie Bedenken hat oder sowas. Ihr könnt euch ja einfach mal informieren. Und ansonsten kann ich noch sagen, dass es natürlich auch sehr positiv ist, weil euer Hund wird einmal durchgecheckt. Ne? Er kriegt halt eine normale Untersuchung, die, weiß ich nicht, beim Tierarzt bestimmt auch schon 15 Euro kostet oder so. Es wird Fieber gemessen, der wird geguckt, ob ist der Hund gesund, hat der, keine Ahnung, tränende Augen, ist da irgendwas, guckt ins Maul rein. Dann wird noch ein kleines Blutbild gemacht, was auch immer wichtig ist, weil wenn Sheila jetzt zum Beispiel irgendeine Krankheit hätte oder so, hätten die das halt da gesehen, anhand der Entzündungswerte oder sowas. Also das wird immer mit untersucht und somit habt ihr quasi eine kostenlose normale Untersuchung, ein kostenloses Blutbild und euer Hund hat wird dazu angeregt, frisches Blut zu produzieren und das Allerwichtigste finde ich einfach, ihr habt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man hat einfach ein gutes Gefühl, dass man anderen Menschen geholfen hat. Ja, manchmal sieht man sogar die Besitzer und weiß ich nicht, wie die dann irgendwie total aufgelöst im Wartebereich sind und die sind halt so dankbar, wenn die dann mitbekommen, dass mein Hund zum Beispiel gespendet hat. Und ich kann es euch einfach nur ins Herz legen, fragt mal nach, ob ihr vielleicht euch auch in diese Spendeliste eintragen lassen wollt. Und ja, damit würde ich jetzt erstmal dieses Video beenden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben. Sheila hat es super verkraftet, ihr seht, sie ist total ruhig jetzt. Das liegt aber auch daran, dass wir hier alleine sind und sie bei mir liegen darf, deswegen ist sie so ruhig. Aber es hat alles super geklappt und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach und ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, tschüss!